So, liebe Freunde, nachdem ich jetzt zum toten dritten Mal von so einer scheiß Bluetooth-App oder schon wieder der neuen verarscht wurde, gibt es die nächste nachsynchronisierte Folge von Der echte Daniel, das V-Log. Ich habe eine kleine Tour gemacht und die heutige Strecke führt mich über die L3009 von Langselbold nach Ronneburg und dann von Ronneburg nach Eckartshausen. Viel Spaß! Sagen wir, Tour ist eigentlich etwas zu viel gesagt. Eigentlich ist es hier mehr eine One-Way-Bewegungsfahrt, weil ich bin auf dem Weg zu meinem Schrauber. Aufgrund, ich hatte letzten Herbst mal meinen Reifen angeguckt, habe gedacht, ja, einen neuen war fällig. Und dann habe ich mir jetzt aufgrund von Corona alles mal ein bisschen schleifen lassen und habe jetzt nochmal quasi nach den Reifen geguckt. Und bei näherer Betrachtung wird der ein oder andere feststellen, es ist nicht mehr viel. Also, das ist der Frontreifen, hier hinten war noch ein bisschen mehr drauf, aber wenn, dann mache ich doch lieber beide Reifen gleichmäßig. Also, die Reifen vorher sind auch gleich alt. Der Vorderreifen hat sich um einiges mehr abgenutzt. Ich habe mir jetzt neu bestellt die Conti Trailer Track 3. Einfach aufgrund dessen, weil ich darüber viel gelesen hatte, V-Strom-Forum und so weiter und auch Testergebnisse natürlich, verschiedene Motorradmagazine. Man hatte über den Winter ja viel Zeit und habe gedacht, so komm, die probierst du jetzt mal aus, die hören sich gut und vernünftig an. Die probieren wir jetzt, weil aktuell habe ich noch die Pirelli Scorpion drauf und ja, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die sind so ein bisschen rutschig. Kann am Alter liegen, also die sind jetzt 3 Jahre alt. Kann am Alter liegen, sollte nicht, aber irgendwie denkt man sich so, ach komm, in 3 Jahren wurden auch mal so ein bisschen technische Fortschritte gemacht, kann man auch mal genießen. Des Weiteren, eigentlich mache ich jedes Frühjahr so eine kleine Inspektion meiner Vertrauenswerkstatt. Prinzipiell fällt einem selbst ja nicht immer alles auf und der gute Mann soll ja auch Geld zum Leben haben, deswegen ab und zu mal in die Werkstatt fahren. Da ist jetzt beim Abliefern auch noch bei rausgekommen, was ich jetzt gar nicht so bemerkt hatte, dass der rechte Simmerring an der Federgabel ölt, was natürlich echt nicht schön ist. Also das Öl hat bis runter auf die Bremsscheibe, Bremsblöcke runtergespritzt. Also nicht nur die Federgabel kann dadurch beschädigt werden, sondern auch Öl auf Bremsscheibe. Das ist natürlich sehr nützlich, weil sie sich nicht weiter abnutzt. Kann aber im falschen Moment auch richtig, richtig scheiße sein. Deswegen war das doch sehr, sehr gut, dass ich jetzt mal in die Werkstatt gefahren bin. Wenn die Inspektion fertig ist, werde ich natürlich berichten, falls es irgendwas Neues gibt. Natürlich dann auch über die neuen Reifen. Wie die sich anfühlen, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf und freue mich schon richtig drauf. Ansonsten hier nochmal die aktuellen GoPro-News. Ich habe, wie ihr seht, mal wieder eine neue Position ausprobiert und zwar diesmal am Brustgurt. Ich blende mir hier kurz ein Foto ein von mir. Einfacher China-Brustgurt. Das Interessante ist, ich habe noch eine Aluhülle gekauft. Einerseits, weil ich mir gedacht habe, die Kamera ist dadurch ein bisschen besser geschützt, also gerade das Objektiv. Und andererseits habe ich mir auch gedacht, dass die Mikrofone davon ein bisschen besser abgedeckt sind, insbesondere das Frontmikrofon. Wenn man jetzt allerdings die Fahrtgeräusche hier in dem Video hört, also die habe ich jetzt mal leiser gemacht, damit man mich besser reden hören kann, stellt man fest, nö, ist leider auch nicht so. Aber gut. Was mich immer noch so ein bisschen fuchst, dass ich das mit dem Livestream zu Hause im eigenen WLAN nicht richtig hinbekommen habe. Also auf YouTube ging gar nicht, weil ich dann festgestellt habe, so, oh, für Mobil-Livestream brauchst du bei YouTube schon mal 1000 Abonnenten. Die habe ich nicht. Also das ist eure Aufgabe, nicht meine. Aber bei Twitch ging's, aber so für 30 Sekunden habe ich das Amselnest in unserem Garten live übertragen. Die kleinen Amseln sind mittlerweile allerdings gar nicht mehr im Nest. Die sind schon quasi am nächsten Tag Flügge geworden, weggeflogen. Bisschen schade, weil die immer schön zu beobachten, zu filmen waren. Ich habe da auch so ein kleines Video im YouTube hochgeladen, könnt ihr euch mal angucken.
Ansonsten muss ich sagen, ich bin hier von der Perspektive so ein bisschen angetan. Sieht schön aus. Super View, 2,7K. Naja, vielleicht machen wir das demnächst nochmal. Aber jetzt bringe ich das Moped erstmal in die Werkstatt und lasse mich dann von meiner Liebsten nach Hause fahren. Also fahrt vorsichtig, macht's gut, lasst mir ein Abo da, würde mich freuen. Bis bald, ciao.